Ja, keine Frage. Das war ein total erfolgreicher Parteitag. Wir haben mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine neue Generalsekretärin, die eine fulminante Rede abgeliefert hat und danach gleich ein fulminantes Ergebnis. Ich freue mich sehr. Sie hat Aufbruchsstimmung vermittelt. Und letztlich hat die Kanzlerin ja wieder gezeigt, wenn es schwierig wird, trifft sie die richtigen Entscheidungen. Die Delegierten dieses Parteitages fahren zufrieden und motiviert nach Hause. Mehr kann man von einem Parteitag nicht verlangen. Herr Grosse-Brömer, die Bundeskanzlerin hat ja auch das Personal für die CDU-Ministerposten nominiert. Wie kam das in der Partei an? Nach meinem Eindruck ist auch die Auswahl der Bundeskanzlerin, was künftige Ministerbesetzung betrifft, sehr gut angekommen bei den Delegierten. Ich kann vorrangig auch nur für meine aus Niedersachsen sprechen, die da sehr zufrieden waren. Es ist eben die gelungene Mischung aus Erfahrung und auch neuen Gesichtern. Angeblich ist mancher sogar überrascht worden durch ein weibliches Gesicht aus der Bundestagsfraktion, nämlich Anja Karliczek. Aber auch die wird unter Beweis stellen, wenn denn eine große Koalition erneut zustande kommt, dass sie diese Aufgabe gut meistern kann. Ist eine ganz souveräne Kollegin. Ich habe ja lange mit ihr zusammengearbeitet. Lebenserfahren, bodenständig und selbstbewusst. Ich glaube, so ist die ganze CDU heute aufgetreten.